Die Nürnberger Spielwarenmesse, liebe Modellbahnfreunde, ist die erste und wichtigste Messe eines jeden Jahres. Denn hier werden die Weichen gestellt, was an Neuheiten die Modellbahnindustrie zu bieten hat. Jetzt frage ich Heiner Groh ganz einfach an meiner Seite, welche Weichen haben wir denn für Tillich gestellt? Ja, hallo erstmal, auch dieses Jahr hier wieder auf der Messe. Ja, wir haben sicherlich einige Weichen gestellt, so wie man es von uns aus den letzten Jahren natürlich schon gewohnt ist. Nicht nur in der Nenngröße TT, auch wenn wir jetzt direkt hier an der Vitrine stehen, natürlich auch in H0 oder in Schmalspur haben wir sicherlich wieder einiges zu bieten in diesem Jahr. Fangen wir doch gleich mal mit der Stamm- und Hausspur an mit TT. Da haben Sie ja was ganz Besonderes zu bieten, nämlich die E-Lok, die E94 in der Epoche 4, die Baureihe 194 in DB. Und dann gibt es noch eine österreichische Variante dazu. Richtig. Das ist ein sehr lang gehegter Wunsch vieler TT-Freunde. Das heißt, wir haben uns ja letztes Jahr auf die Fahnen geschrieben, diese E94 komplett als Formneuheit herauszubringen. Und das hat jetzt im letzten Jahr nicht mehr ganz geklappt. Aber dennoch werden wir es jetzt in diesem Jahr mit Schwung nachholen. Also auch das, was der Kunde eigentlich von uns erwartet, natürlich die Unterschiede in den einzelnen Varianten, ob es eine DB-Variante ist, eine DR oder die ÖBB-Variante, so wie man es auch bei uns hier jetzt schon als Muster dann halt eben sieht. Das heißt, die E94 ist schon sehr, sehr weit gediehen und wir hoffen, dass wir in den nächsten Monaten, das heißt so Richtung April oder Mai, dann diese Loks auch in den unterschiedlichsten Varianten ausliefern können. Und jetzt wird das Herz der Dampflok-Freunde etwas höher schlagen. Die Baureihe 50 sehe ich neben mir hier in der Vitrine stehen. Das ist ja ganz besonders gutes Stück. Ja, wir hoffen mal, dass es auch genauso gut ankommt, wie wir uns das eigentlich gedacht haben. Auch dieses ist ja so ein Wunschmodell, was man uns schon sehr, sehr häufig ans Herz gelegt hat. Jetzt soll es soweit sein. Das heißt, die Baureihe 5040, die wir jetzt in vielen Details mit vielen neuen Teilen dann halt versehen haben. Das ist dann halt Umlauf zu nennen, teilweise vom Fahrwerk her, von den Stangen her. Viele Dinge sind dort neu gemacht worden oder werden dort neu gemacht, sodass wir diese Lok dann jetzt auch dann halt in TT umsetzen können. Jetzt lassen wir es mal ganz ruhig angehen. Es gibt ja noch einen Ruhesesselwagen im Programm. Richtig, auch der wurde von uns jetzt formneu umgesetzt, beziehungsweise wird formneu umgesetzt. Das Besondere da natürlich sicherlich dann halt die sehr detaillierte Inneneinrichtung. Wenn man sich das am Bild anschaut, jeder Sessel ist einzeln nachgeformt und nachgearbeitet und wird auch komplett einzeln dort eingesteckt. Das heißt, ein sehr hoher Aufwand im Zusammenbau, in der Montage her. Ich denke mal aber, dass dann halt so, wie es sich jetzt den Anschein hat, dieses Modell auch sehr, sehr gut umgesetzt werden kann. Also wenn ich jetzt mal nur alleine die Inneneinrichtung sehe, ich bin heute mit dem ICE angereist, ich wäre, glaube ich, lieber mit dem Wagen gefahren. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich sage mal so, neben der Inneneinrichtung sind natürlich dann halt auch noch Dachaufbauten geändert. Natürlich auch alles das, was sich unterm Wagen befindet. Also so vom Original her bestmöglich umgesetzt ins Modell. Als ganz besondere Schmankerl möchten wir jetzt mal die Epoche 1 Fahrzeuge angehen, diese Serie von Güterwagen. Das finde ich ja mal eine ganz tolle Idee. Vor circa 2 Jahren haben wir angefangen, diesen G10 oder gedeckter Güterwagen für Dampfbahnbauart A2 umzusetzen. Und daraus hin ist jetzt, wie gesagt, eine weitere Formneuheit entstanden, nämlich dieser Kühlwagen. Diese Kühlwagen, die bieten natürlich sehr, sehr viele Variationsmöglichkeiten. Einerseits natürlich in der Bedruckung, natürlich in der Epoche 1 über die vielen unterschiedlichen Bahngesellschaften. Und wir haben ja mittlerweile auch dort schon einen sehr großen Stamm gelegt. Das heißt, diesen Güterwagen ausgebildet mit verschiedenen Bremsehäusern, mit einer Bühne als solches. Und alles findet jetzt im Prinzip dann halt eben so seinen Zusammenschluss, sodass wir dort unterschiedlichste Varianten bereits jetzt in der Epoche 1 anbieten können, auch in der Epoche 2. Und was viele vielleicht schon auch noch freuen wird, ist, dass der Großteil dieser Wagen jetzt bereits auch lieferbar ist. Das heißt, sie können jetzt zum Händler gehen, der hat die vielleicht schon da, wenn er ist auf alle Fälle relativ kurzfristig bestellbar und kommt dann auch relativ zügig dann zugeliefert an den Fachhändler. Also ich kann nur, liebe Modellbahnfreunde, bestätigen, wenn man diesen Wagen sieht, also es sind wirklich ganz tolle Stücke, was da sind, also auch was Seltenes. Gehen wir in die nächste Epoche, die Epoche 4, da gibt es dann die sogenannten Rolldachwagen der Deutschen Bahn, auch als Formneuheit. Richtig, diesen haben wir ja im Herbst des letzten Jahres angeboten. Jetzt sehen wir ihn schon hier. Das heißt also, dieser ist natürlich mit einem zusätzlichen Aufsatz dann halt eben verbunden. Mit diesem Rolldach lässt sich jetzt im Modell nicht öffnen oder schließen, sondern ist als geschlossene Variante dort abgestellt. Aber ich denke mal, auch dieser bereichert das Angebot an unseren vierachsigen Güterwagen. Eine weitere Neuheit ist der Schiebewandwagen-Einheit
H-I-R-R-S. Tolles Wort. Richtig, genau. Ich sage mal so, das ist viel, Hirs. Viel Beschreibung dann halt eben um so einen Wagen drumherum. Dieser Wagen, wie gesagt, soll als ein preisgünstigeres Modell entstehen. Den haben wir jetzt als erstes mal als zweiteilige Einheit eben angeboten. Wird sicherlich auch dann noch als Einzelwagen dann halt folgen. Und es nimmt natürlich auch Überlegungen da, diesen nicht nur im so normalen Sortiment zu führen, sondern den eventuell auch dann halt in das Startsortiment mit aufzunehmen. Dort ist er dann halt von der Detaillierung, von der Bedruckung her nicht ganz so weit ausgestaltet. Aber das macht sicherlich dann halt auch weit her, um auch das Startsortiment etwas aufzuwerten. Das wären jetzt erstmal zumindest die wichtigsten Neuheiten. Es gibt noch viel, viel mehr, denke ich mal, im TT-Bereich zu nennen. Wir machen jetzt mal einen Sprung in H0 und das ist ein ganz besonders schönes Stück, eine Elner Lok, die Baureihe 92. Das ist richtig, ja. Ich sag mal so, da haben wir uns seit, ich glaube, zwei bis drei Jahren sind wir dort am Überlegen, beziehungsweise ja nicht nur überlegen, sondern auch, sag ich mal, den Markt zu sondieren, zu schauen, was ist möglich, was gibt es in H0 noch nicht. Wir sind da ja der kleinere Hersteller und da fragt man sich schon, warum es da eigentlich doch noch ein paar Lücken gibt. Es gibt doch noch Lücken und da haben wir jetzt eben versucht, dort genau mit dieser Elner hereinzustoßen. Wir haben das jetzt ja letzte Woche am Freitag veröffentlicht, unsere Neuheiten, am 26. Januar und die Resonanzen, die wir mittlerweile zu Elner bekommen haben, also die sind so positiv, dass wir da halt eben mit sehr viel Schwung und Elan rangehen und nach den jetzigen Resonanzen eigentlich schon relativ sicher sind, dass das ganze Ding ein richtiger Brüller wird. Und wann wird der Brüller dann endgültig? Ich meine, momentan ist ja ein Handmuster da. Wann wird der Brüller dann auf dem Markt sein? Also er soll dann halt Richtung Herbst dann halt in den Läden erscheinen. Das heißt so Richtung Oktober circa. Wie gesagt, es handelt sich für uns um die erste Dampflok, die im Namen Tillich dann halt eben produziert und dann auch verkauft wird. Wir haben ja schon mal eine andere Lok gehabt, dann halt eine Diesellok, die wir aber dann halt über andere Vertriebswege dann halt genommen haben. Und das ist eigentlich als Triebfahrzeug das erste richtig neue H0-Modell, was wir als Firma Tillich anbieten. Das wird sicherlich sehr viele Freunde finden. Sie hatten es ja schon angesprochen. Reisezugwagen, Y-Reisezugwagen, steht ebenfalls auf dem Neuheitenprogramm. Genau, das ist im Prinzip eine logische Fortsetzung des Regierungszugsprojektes, was wir ja im letzten Jahr angefangen haben im Bereich H0. Das heißt, dort haben wir ja viel Wert drauf gelegt, dass wir eben für diesen Regierungszug eine neue Form entwickeln, beziehungsweise dann halt eben herstellen, was das Oberteil betrifft. Dazu sind natürlich noch diverse andere Dinge gekommen, Fensterbänder, Inneneinrichtungen, natürlich auch dann halt eben Unterbauten oder Dach. Und da ist es natürlich logisch, dass wir dann halt eben diese jetzt auch als Einzelwagen ins Sortiment mit aufnehmen wollen. Natürlich in unterschiedlichsten Varianten. Wieder der nächste Sprung von H0 zu H0M. Ist eine logische Fortsetzung, die ganze Geschichte. Ja. Schmalspurbereich. Da haben Sie ja auch H0M gedeckte Güterwagen GML vierachsig anzubieten. Genau. Wir haben letztes Jahr angefangen, die vierachsigen Güterwagen ins Sortiment reinzunehmen. Haben ja im Herbst dann halt die offenen Güterwagen ausgeliefert als erste vierachsige. Und jetzt ist es im Prinzip dann halt auch dann die logische Fortsetzung, dass man natürlich auf dem Untergestell weiterhin aufbaut. Jetzt kommen dann die gedeckten Güterwagen. Und wir haben ja jetzt dann halt eben ein Einzelwagen oder ein Zweierset in H0 wie auch in H0E im Angebot. Und auch das Zweierset beinhaltet schon zwei Varianten. Das heißt, wir haben also dort schon geschaut, dass dieses Set nicht einfach nur zwei gleiche Wagen sind mit unterschiedlichen Betriebsnummern, sondern diese auch formtechnisch etwas sich unterscheiden. Der eine ist dann halt eben mit Fenstern halt eben noch versehen, mit kleinen Luken versehen und so weiter. Und so denke ich mal, haben wir auch in der Schmalspur dort schon wieder ein interessantes neues Modell. Ein ganz besonders schönes Modell ist ja auch der VT 133 in H0M. Das ist, merkt man so ein bisschen, der Hang auch zur Harzer Schmalspurbahn bei Ihnen. Finde ich eigentlich eine ganz gelungene Idee. Ja, wir sind auch relativ überzeugt dann halt von der ganzen Thematik her. Wir haben ja das Schmalspursortiment schon seit vielen Jahren im Aufbau. Und jedes Mal sagt der Kunde, okay, was kommt als nächstes? Was könnte denn jetzt kommen? Wir haben ja da die große Harzlok, die 99er, dann halt herausgebracht in den letzten Jahren. Jetzt war es mal Zeit dran, mal die Traktion dann halt eben zu wechseln, sind jetzt dann halt eben zum Triebwagen dann übergegangen und beginnen jetzt im Prinzip, ich sage extra jetzt mal, beginnen mit einem zweiachsigen Triebwagen, der auch dann sicherlich in den nächsten Jahren seine Fortführung dann halt eben finden wird. Also wir werden auch in den nächsten Jahren, so wie wir schon häufiger angekündigt haben, immer wieder Formneuheiten herausbringen, um das Sortiment stimmig und rund zu machen. Hat man sowieso bei euch den Eindruck,
ringsrum, dass immer wieder ein bisschen was dazukommt, wo man sagt, da geht es wieder vorwärts, da gibt es einen neuen Wagen, da gibt es neue Lok. Und im Schmalspurbereich werden es Ihnen die Fans mit Sicherheit danken, denke ich mal. Ja, ich sage mal so, wir hoffen natürlich, dass wir auch in den anderen Nenngrößen entsprechend viele Kunden finden. Es ist natürlich klar, dass Formneuheiten, Formvarianten immer nur punktuell gesetzt werden könnten, weil natürlich dann halt die Entwicklungskosten sehr, sehr hoch sind. Die müssen natürlich auch irgendwo eingespielt werden. Einerseits für uns als Firma ist es wichtig, dass die Kosten in einem entsprechenden Rahmen bleiben, den wir auch dann halt erwirtschaften können. Und für die Kunden muss es ja auch irgendwo schaffbar sein, bezahlbar sein. Also wenn wir jedes Jahr diverse Formneuheiten herausbringen würden, dann wird es der Kunde auch allein vom Inhalt seines Portemonnaies wahrscheinlich in vielen Fällen nicht schaffen. Und das wollen wir nicht. Und deswegen werden die Formneuheiten innerhalb eines Neuheitenprogrammes immer punktuell gesetzt werden. Uff, jetzt sind wir durch mit den wichtigsten Neuheiten. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie die Zeit gefunden haben, obwohl hier ringsherum noch aufgebaut wird. Heute ist ja erst Dienstag, die Messe geht erst morgen los. Aber wie gesagt, Tilly steht bei uns ganz oben immer als erster Stelle. Lieber Heiner Groh, vielen Dank für diese tollen neuen Neuheiten, die Sie vorstellen konnten. Und wünsche Ihnen für die Messe noch viel Spaß. Danke. Alles klar, prima. Vielen Dank.